Ey, ich habe hier Gänsehaut über Gänsehaut, Alter. Absolut krass. Ich sag dir, wie es ist. Das ist der beste Track, der diese Woche rausgekommen ist. Ich sag dir alles. Also, NG, er ist ein Newcomer. Ich sag dir ehrlich, er hat alle diese Woche in den Schatten gestellt. Alle. Ja. Er hat den besten Track diese Woche rausgehauen. Ja. Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und wir reagieren auf NG mit dem Track Leben. Und ich muss sagen, ich freue mich übertrieben auf den Track. Sehr viele haben in die Kommentare geschrieben, dass wir auf den Track reagieren sollen. Und ich muss sagen, NG macht ja genau den Sound, den ich feiere. Also diese Straßenmusik, Gangstermusik. Also das ist komplett mein Film. Ich liebe diesen Sound. Und ich bin gespannt. Ich freue mich auf den Track. Und ich Ja. würde sagen, wir gehen direkt rein. Let's go. Okay, directed by Sergen Isici, kennt man natürlich von Ja, Samra und von sehr vielen ja, weiteren. Ich gucke ganz kurz, wer das Ganze hier gemastert hat. FM Music, okay, sagt mir auch was. Okay, wir starten rein. Let's go. Mama, die letzten paar Jahre war versäumte Zeit. Ich wollte wissen, was ein Tanz mit dem Teufel leist. Boah, krass. also direkt die erste Line, absolut geil. Ja. Richtig nice, Alter. Guck dir das mal an, wie da so viel Retalk, so viel Storytelling direkt im ersten Satz. Ich wollte wissen, was ein Tanz mit dem Teufel heißt. Das ist sehr, sehr geil. Es ging um Beutel grün, beste Zeug und Preis. Darauf baue ich mir ein Gibbet und betäub mich gleich. Ich dachte, Boah. Geld hat keinen Wert in meinem Freundeskreis. Wie ein Stich in dein Herz, wenn dein Freund bescheißt. Boah, Uff. krass. Zweiter Satz, zweiter Retalk. Absolut Krass. nice. Ich glaube, man könnte hier wirklich nach jeder Line stoppen und was Ja. dazu sagen. Absolut krass. Freunde, ganz kurze Info. Das Ganze ist hier bei Sony. Also wir müssen sehr oft stoppen wieder. Da müssen wir auf jeden Fall drauf achten, damit wir das Video online bekommen, Freunde. Und ich hoffe natürlich, dass ich das Video dann auch so online bekomme, ohne im Nachhinein nochmal Cut zu setzen. Falls doch, dann entschuldigt das bitte, Freunde. Ich sag euch das jetzt extra nochmal relativ früh, damit keiner im Nachhinein noch böse ist. Und ich würde sagen, let's go. Bruder klaut von mir, denn ihm liegt der Teufel eins. Darauf baue ich mir ein Gibbet und betäub mich gleich. Ich hab gelernt, wer vertraut, fällt auf die Schnauze. Das ist, Boah. warum ich mir selbst auch nicht traue. Boah. Heftig, Stark. Alter. Sehr, sehr starke Sätze, Alter. Ich denke mal, ich muss die Lines jetzt nicht alle wiederholen, weil Ja, es bleibt so oder so im Kopf, weißt du, was ich meine? Es hat sich direkt bei mir eingeprägt. Also, wir haben jetzt hier 36 Sekunden und es waren locker schon 4, 5 Lines dabei, die in meinem Kopf geblieben sind. ja. Das ist krass, das muss man erstmal schaffen, Alter. Respekt an der Stelle, wir machen weiter. Mann, ich bin öfter auf der Straße als zu Hause. Jeder denkt an sich, sogar Freunde machen Auge. Boah. Komm und tauch rein in meine Welt. Ich hab's versucht, scheiße Arbeit für kleines Geld. Boah, also absolut krass. Ja. Aber ich finde auch, NG hat so eine ähnliche Stimme wie Z. Weißt du, was ich meine? Also von der Stimmlage sind beide Ja, das gleich. stimmt. Weißt du, man könnte, ohne Scheiß, mach jetzt die Augen zu, hör dir den Track an, du denkst, es ist Z. Ja. Und bei Z in seinen Tracks, mach bei ihm die Augen zu, du denkst, es ist NG. Es ist absolut krass. Und ich fände, so ein Feature zwischen den beiden wäre bestimmt Das übertrieben wäre echt interessant, krass. wer sich so in diesem Track von den beiden durchsetzt. Weißt du, was ich Ja. meine? Ich glaube, das wäre sehr, sehr nice. Wir machen weiter. Lieber mache ich mit Gras, Cash und scheiße Geld. Komm zu mir, wenn dir die Quali und der Preis gefällt. An meinen Nächsten, die mich verletzten. Ich kann vergeben, doch nicht Doch nicht vergessen. vergessen. Stark. Uff, Diese Line ja. kennt man natürlich. Vergeben, doch nicht vergessen. Haben einige Rapper schon benutzt, Ja. diese Line. Unter anderem Bushido und danach auch noch sehr viele. Sehr, sehr geil, Alter. Die Line geht immer. Die Line geht immer. Wir machen weiter. Ich hab Moneten, was relaxen. Das ist mein Leben. Es geht um grünes Gift und weißer Staub. Boah, okay, die Hook ist richtig geil, Alter, mit diesen, wie nennt man das auf diesen Platten, wenn man da Das von mit dem DJ dies so. mixt, genau, Kennt Alter. man auch von Kool Savas und so. Genau, das ist richtig geil, da Ja. stehe ich sowieso drauf und vor allem, wenn die Hook jetzt so ein bisschen kürzer ist, dann haben wir im zweiten Part auch noch mal so viel Leistung wie im ersten und dann ist das wirklich ein Baba-Track, Alter, richtiges Brett. Aber bis hierhin wirklich alle 10 Sekunden Retalk, ne? Ja, Das muss man erstmal schaffen. und das Jeder ist, Satz, der anfängt und genau, endet, ist ein Retalk. das ist wirklich das, was ich meine, Digga. Ich bin ja sowieso voll auf diesem Ja. Film kleben geblieben und er erzählt einfach Retalk von der Straße. Ja. Weißt du, und das ist einfach das Geile, Alter. Wir machen weiter. The life I chose. Es geht um grünes Gift und weißer Staub. This is the life I chose. This is the life I chose. Okay, diese Stimme kennt man sogar von anderen Tracks. Also das wurde übernommen, dieses
The Life I Chose, ja. Also das Leben, was ich ausgewählt habe, irgendwie so heißt es, ne? Diese Stimme kennt man auf jeden Fall von anderen alten Tracks, aber ich würde jetzt natürlich nicht sagen, dass es geklaut ist, es wurde, also nur dieses Stück wurde halt gesampelt, weißt du, dieses Stück der Stimme. Aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Absolut nicht, Alter. Und es kommt nice, es hört sich voll nice an und Samples sind sowieso geil. Ja. Weißt du, wenn ich sage Sample, Freunde, dann versteht das nicht falsch, weil wenn ich sage Sample, meine ich das nie negativ, sondern sogar eigentlich eher positiv, weil ich finde, Samples braucht man und Samples sind geil und dadurch entwickelt und sich die Musik einfach immer weiter. Hier sieht man auch, dass das immer noch weiter leben kann. Ja, du, genau. Wurde ja damals immer angewendet, früher in den Tracks und im 2020 kann man das immer noch anwenden. Natürlich, dadurch lebt die Musik weiter, es entwickelt sich weiter, irgendein neuer Rapper kommt irgendwann und bearbeitet diesen Sound und macht daraus was Neues. So. Weißt du? Wir machen weiter. Okay, Bruder, Hand aufs Herz. Wenn du Straße bist, fühlst du den ganzen Schmerz. Dieser Stapel beruhigt, aber Hand aufs Herz. Mamas Tränen zu sehen, ist der Batzenschwert. Boah, Gänsehaut, Digga. Mamas Tränen zu sehen, ist der Batzenschwert. Absolut. Alter. Stark. Sehr, sehr stark, Digga. Yeah. Mama, ich hab mich von allen entfernt. Doch aus Fehlern leider erst nach dem Fallen gelernt. Ich seh, Mama wird älter und die Falte mehr. Aber ich sag für ein Leben und der Palm mit mehr. Boah, Digga. Ey, das ist unglaublich, wie viel er zu erzählen hat, ne? Ey, ich hab hier Gänsehaut über Gänsehaut, Alter. Absolut krass. Ich sag dir, wie es ist. Das ist der beste Track, der diese Woche rausgekommen ist. Ich sag dir alles. Also, NG, er ist ein Newcomer. Ich sag dir ehrlich, er hat alle diese Woche in den Schatten gestellt. Alle. Ja. Er hat den besten Track diese Woche rausgehauen. Ja, das stimmt. Voila, NG mit Leben, bester Track diese Woche. Ja. Er hat Rata, Sio, was weiß ich, wer hat noch alles rausgeballert? So viele bekannte Leute, 18 alle. Karat. Er hat alle in Schatten gestellt. Also, bester Track diese Woche, ich sag euch, wie es ist. Ja, was ein Gefühl, wenn dich richtige Freunde lieben. Was ein Gefühl, wenn auf dich giftige Freunde schießen. Alte Freunde ficken mich wegen 90 Riesen. Boah. Aber Hauptsache, ich bin mir treu geblieben. Also, heftig. Es ist wirklich, also mir fehlen so langsam wirklich auch die Worte, weil es ist unglaublich. Also, ich fühle das zu 100%, was er da sagt, Digga. Ich habe gerade locker 5-mal hintereinander Gänsehaut bekommen. Ich kann zu jeder Line was erzählen. Weißt du, das ist krass. Ich kann mich so krass damit einfach identifizieren, was er da sagt. Das ist unglaublich. Wir machen weiter. This is the life I chose. Es geht grünes Gift und weißer Staub. This is the life I chose. Lauf ein Tag in meine Schuhe, du willst direkt hier raus. Boah, also Baba-Track, wir haben im ersten Part so viel Power, so viel Leistung, so viel Retalk, Storytelling. Dann im zweiten Part nochmal, Alter, und absolut geil, die Hook passt, die ist geil, die ist kurz, das ist absolut geil gemacht, Alter. Also dieser Track ist eine 10 von 10, ja, absolut alles geil. Alles auch, jetzt zum Ende kam ja erst lyrisch das mit den Freunden. Ja. Yeah. Und von den Freunden wurde er dann ja im Video noch abgezogen. Ja. Yeah. Also so... erste Lyrik, erster Part gut, zweite Lyrik, zweiter Part gut und dann noch das mit dem Video, alles auf den Punkt war fertig. Es ist eine 10 von 10 so, absolut. This is the life I chose. Es geht grünes Gift und weißer Staub. This is the life I chose. This is the life I chose. Also ich bin mir schon sicher, Alter, NG wird schon einiges rasieren in der deutschen Szene, Alter. Machen. Der wird sowas von seinem Weg noch machen, Alter. Er ist krass. Also wir haben dieses Jahr wirklich sehr krasse Newcomer am Start, muss ich sagen, Alter. Ja. Geil, Alter. Einfach 100% Hip-Hop das Video, Alter. Ja. Graffiti drin, wir haben Studio drin, wir haben Schwarz-Weiß, wir haben die Straße drin, wir haben Retalk drin, wir haben Storytelling drin. Wir haben das drin. Mit den Platten Wir haben das mit den Platten in dieser Hook. Also, das ist einfach Hip-Hop, Digga. Das ist Hip-Hop. Weißt du, was ich das ausgesprochen habe? Ist einfach so, Alter. Es kommt einfach aus meinem Herzen so. Deswegen, es macht mich einfach glücklich, diesen Sound hier gehört zu haben, Alter. Wir haben jetzt hier noch 3 Sekunden, aber ich denke mal, da kommt jetzt auch nichts mehr Weltbewegendes. Und ihr habt es wahrscheinlich an meiner Reaktion gemerkt, Freunde. Es hat mich übertrieben abgeholt. Also unnormal geiler Track. Und Freunde, ich würde sagen, wenn euch das Video hier gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Würde uns auf jeden Fall übertrieben freuen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt in die nächste Reaction, Freunde. Und wir hoffen natürlich, dass ihr da wieder einschaltet. Haut rein. Ciao, ciao.